Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus dem Fernbus-Simulator. Wir gucken uns heute zusammen mal wieder eine der Versionen an, beziehungsweise gucken uns nochmal die letzte Version an, denn es gab noch keine neuere. Wir sind in Paris unterwegs, sind auf dem Weg nach Brüssel, werden aber sicherlich heute nicht die ganze Tour fahren. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Gepäckfächer auf, so dass wir die Leute hier wie immer einchecken können. So, einige Leute habe ich auch schon drin gehabt. Aber jetzt werden wir hier auch nochmal gucken, dass wir die anderen einchecken. Paris nach Brüssel, das passt auch der Herr. Nein, das passt leider nicht. Da haben sie wohl das falsche Ticket. Paris-Brüssel, Express-Check-In, das passt. Auch der Herr, Paris-Brüssel, ja, das passt. Paris-Brüssel. Und wir gehen die hier einmal alle schnell durch. Die Dame hier hinten, wie sieht's aus mit Ihnen? Auch ihr Ticket passt perfekt, auch ihr Ticket. Ich wünsche Ihnen schon mal eine gute Mitfahrt. Die Damen. Oh, da habe ich falsch geklickt. Die Dame wollte nach Utrecht. Das hat nicht gepasst. Das, der Herr passt. Auch der hier passt. Die Dame Duisburg. Das passt nicht ganz. Da fahren wir definitiv nicht hin. Aber der Herr, Sie dürfen natürlich mit. Und letztendlich der Herr zuletzt auch noch. Wir prüfen noch kurz Ihr Ticket. Das passt. Ich wünsche Ihnen eine gute Mitfahrt. Die drei Personen bleiben heute stehen. Die sind nicht mit unserem Ticket unterwegs. Wir gucken mal nochmal kurz rein, wie voll unser Bus ist. Oh, einige Leute dabei, aber noch nicht ganz so voll. Das heißt, das wird eine ruhige Fahrt. Und wir setzen uns erstmal hin und können letztendlich unseren Bus anmachen. Einmal die Türen zu. Und wir fahren rückwärts hier runter. Vorsichtig einmal neben den anderen Flixbus Modellen hier hinten nebenher, so dass wir ordentlich von der Parkposition hier runterkommen. Einer, der nach Italien fährt. Wir sind hier mit dem Frankreich Livery unterwegs, sprich mit der Frankreich Bemalung, die auch hier einmal zu sehen ist, mit dem schönen Eiffelturm und dem Arc de Triomphe. Noch ein weiterer Bus, der weiterfährt nach Italien. So. Das heißt, wir kämpfen jetzt mal unseren Weg hier durch den Stadtverkehr von Paris. Ihr seht schon, hier ist einiges los. Das wird nicht allzu einfach. Und ich bin gespannt, wie gut sich die Performance hier in Paris schlägt. Denn dazu ist zu sagen, Paris ist eine der größten Städte hier im Fernbus-Simulator. Und auf der Konsole daher eine echte Herausforderung, das Ganze so darzustellen, wie ihr das vom PC gewöhnt seid, wie ihr das kennt. Also, wie immer heißt es, lasst mich wissen, wenn ihr hier Probleme oder sonstiges seht. Ich gebe die gern dann einmal ans Team weiter. Das freut sich drüber, diese Probleme jetzt noch kurz und knapp vor Release zu beseitigen. Und ich bin gespannt, was uns so auf der Fahrt alles erwartet. Ja, das ist frei. Das heißt, wir können runter, wir können hier direkt rechts einmal weiter und gucken, dass wir natürlich nicht anecken. Ich spiele weiterhin noch mit dem Controller. Ein Lenkrad für das Dev-Kit habe ich noch nicht. Das ganz normale Lenkrad, was man auf einer fertigen Konsole, auf der Xbox Series benutzt, funktioniert leider auf den Entwicklerkonsolen nicht. Daher kann ich das so nicht nutzen. Aber da bin ich derzeit bemüht, mit Microsoft zu gucken, welche Lenkräder da auf den Dev-Kits funktionieren, sodass wir dann auch eins haben, um jetzt schon vorm Release das Ganze weiter zu nutzen. So, einmal hier rum, direkt die Ampel umgesprungen, das passt, das bietet sich natürlich für uns an. Und hier verlassen wir auch schon den inneren Kreis von Paris und sind im anderen Ortsteil unterwegs. Ja, kleines Stück ist das Ganze zu fahren, 16 Uhr sollten wir ankommen, 12 Uhr ist es, gute 4 Stunden mit unserem Flixbus wären wir hier unterwegs. Und ich war jetzt mal auch so frei und habe mir den Tempomat endlich mal auf eine Taste gelegt, ihr seht es jetzt unten. Wir bleiben bei den 40 km/h. Das macht es natürlich um einiges einfacher, mit dem Bus hier durch die Innenstadt zu fahren und durch sich hier durchzukämpfen. Bei dem Verkehr, der hier los ist zum Teil, ist das auch wirklich notwendig. Und da ist jeder, der in Paris schon mal gefahren ist, sicherlich ganz genau weiß der, wovon ich hier spreche. Denn auch ich war erst dieses Jahr nochmal in Paris und habe, ungelogen, für 5 Kilometer, ich glaube, 40 Minuten gebraucht, um aus der Innenstadt rauszukommen. Es ist und bleibt einfach eine Katastrophe. Upsala, da setzen wir mal. Na, wir müssen hier direkt rum, das klappt also. Wir müssen nicht den Blinker setzen. Der Kollege ist aber nicht ordentlich gefahren. Einmal hier vorsichtig.
Ach, Bordstein mitgenommen, aber das geht noch gerade so, würde ich sagen. Mit so einem großen Bus ist man hier natürlich auch sehr brutal unterwegs. Ja, 45 Minuten ungefähr für 5 Kilometer aus der Innenstadt raus. Das war wirklich brutal und wirklich, wirklich nervig. Ich kam da auch ganz schön ins Schwitzen, muss man einfach sagen. Und möchte da auf gar keinen Fall tauschen mit Leuten, die das jeden Tag machen müssen. Auch gerade mit den Motorradfahrern in Paris, die rechts und links neben einen nur überholen und sich zwischen den Autos herquetschen. Das ist einfach, ja, ich würde fast sagen, lebensgefährlich und sollte man auf gar keinen Fall machen. Aber die Franzosen sind da wohl etwas schmerzunempfindlicher als wir Deutsche, die ja unsere Verkehrsregeln nur allzu sehr lieben. So, ein bisschen Gas geben, 100 km/h sind hier erlaubt. Wie gesagt, ich fahre hier vor allem mit dem Tempomatgrad, sprich wir beschleunigen mal ein bisschen hoch. Gucken, dass wir hier in den Tunnel reinkommen, wobei hier im Tunnel vielleicht nicht ganz so schnell, denn ihr merkt selber, das ist hier ganz schön eng und ganz schön gefährlich mit den Pfeilern. Nicht, dass wir hier irgendwo anecken und Fahrgäste sich bei uns beschweren nachher. 70 km/h, ich denke, damit sind wir ganz gut. Überholen hier sogar das ein oder andere Auto rechts. Ja, in Frankreich ist alles erlaubt, würde ich vorsichtig sagen. Hier geht alles. Und ich muss sagen, das war von der Performance doch echt ganz okay. Natürlich ist die Performance nicht ganz so gut wie in den kleineren Städten, muss man dazu sagen. Aber die war ausreichend und ich denke, man konnte hier schon sehen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade mit der Unreal 5 ist das auch möglich. Ihr seht es da hinten, die Bäume, die springen gar nicht mehr um von Auflösung zu Auflösung, beziehungsweise von LOD zu LOD. Ihr kennt das aus vielen anderen Spielen, wo die Bäume so immer wieder das Modell wechseln. Nein, das fadet jetzt so ineinander über, dank Unreal 5. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. So, vielleicht auch noch hier 75 km/h und den Tempomaten wieder reinsetzen. So kommen wir recht gut voran. Ich spiele hier weiterhin in der Entwicklerversion, daher nicht wundern, oben steht Beta, unten steht Screenshot mit Steam machen und sowas. Diese Einblendung habt ihr später natürlich mit dem Fernbus-Simulator auf der Konsole nicht. Das sind nur reine Einblendungen hier in unserer Entwicklerversion, wo wir die Koordinaten sehen und, was uns natürlich einfach hilft, wenn wir hier Fehler finden, zum Beispiel wenn hier noch was auf der Straße rumliegt oder, wo wir einfach die genauen Koordinaten brauchen, um möglichst schnell die Stelle zu finden, um möglichst schnell die Stelle dann auch zu lösen. Ich sehe es gerade. Ich quatsche hier die ganze Zeit, aber habe gar nicht aufs Navi geguckt. Blinker nach links setzen und hoffen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Genau neben der Polizei hier auch noch. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber wir gucken mal. Das sollten wir doch irgendwie hinbekommen, darüber zu kommen, auch wenn die Schlange da hinten, ihr seht es hier im Spiegel, echt extrem lang ist. Wirklich, ob das was wird. Ja, Ankunft 16.43 Uhr. Wenn ich mir die Schlange hier nehme und so ansehe, das wird nichts werden. Jetzt stehen wir hier auch schon im, während es bei uns noch schon grün ist. Ich taste mich mal vorsichtig vor. Vielleicht lässt mich die Polizei dann so ein bisschen rein. Bin ja als Ausländer hier unterwegs. Ups, einmal kurz hier ins falsche Menü gesprungen, wo wir letztendlich die Einstellung treffen für unsere Sitzposition. Ja, der Herr lässt uns rein. Vielen Dank, das passt doch. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Route und können uns hier auf die erste Mautstraße zu bewegen. Man kennt es aus Frankreich, auf den Autobahnen ist es notwendig, Maut zu bezahlen. Sprich, man zieht ein Ticket und muss dann später für die Nutzung der Autobahn Geld bezahlen. Als Busfahrer muss ich, meine ich, hier nicht ein Ticket ziehen, sondern habe das automatisch. Und wir fahren mal hier vorsichtig vor, trotzdem zum Ticketschalter. Und gucken mal und hoffen mal. Der öffnet sich für uns hier noch nicht. Jetzt öffnet er sich. So, wir haben freie Durchfahrt. Da muss man natürlich die richtige Stelle treffen, um dass unser elektronischer RFID-Chip gelesen wird, so dass wir hier weiter Richtung Lille fahren können. Man kennt, also jeder, der aus Frankreich, aus Paris schon mal nach Deutschland gefahren ist, ist mehr oder weniger diese Strecke hier wahrscheinlich gefahren. Die allzu bekannte Autobahn aus Paris raus. Es ist wirklich eine schöne Strecke. Die sind man hier auch im Fernbus-Simulator wunderbar fahren kann und wirklich hier den Ausblick auf das französische Umland genießen kann.
So, 80 Sachen, 85 Sachen haben wir drauf. Tempomat rein. Und weiter geht die Fahrt über die französischen Autobahnen. So, gucken wir mal. Hier kommen wir weiter. Ich muss sagen, ich selbst bin noch ein bisschen krank derzeit, auch ein bisschen angeschlagen, die Stimme. Das heißt, wenn ich zwischendurch mal kurz tiefer Luft hole, wundert euch bitte nicht. Das liegt einfach nur dran, dass ich probiere, das Husten so ein bisschen zu unterdrücken, weil es für euch natürlich im Video nicht immer optimal ist, wenn da das Husten so drin ist. So, gucken wir mal, einige Kilometer, 325 Kilometer hätten wir noch vor uns. Wir können aber auch mal einen kleinen Blick ins Pausemenü werfen. Da sehen wir es nämlich auch, um 16.17 Uhr müssten wir eine 15 Minuten Pause machen. Wir sind auch schon ein bisschen hinter der Zeit. Ja, da sieht man so die verschiedenen Möglichkeiten der Routenplanung und. Auch die sind natürlich vom PC mitbekommen. Und der Herr hier vor uns, ich würde sagen, da können wir auch mal den Blinker setzen und gucken. Ah, kommen wir nicht rein, er zieht wieder zurück. Aber hinter dem können wir einmal schnell gleich, wenn die beiden schwarzen Vans hier vorbei sind, überholen und fix an dem LKW hier vorbeikommen. Denn wie gesagt, wir sind da schon ein bisschen hinter der Zeit und es sollte natürlich nicht passieren, dass wir viel zu spät in Brüssel ankommen. Dann gibt es nur Ärger mit den Fahrgästen und im Karrieremodus würde das natürlich auch Abzüge geben auf unsere Erfahrungspunkte. Denn es ist wichtig, auch der Karrieremodus kommt vom Fernbus-Simulator mit. Sprich, da müsst ihr auch erstmal die verschiedenen Städte nach und nach, oh, Blinker läuft noch, anfahren. Um, ja, die ganzen Sachen freizuschalten. Ihr seht es ab und zu noch, ich habe die Controller-Anpassung nochmal vorgenommen für mich in dieser Version. Wollte nochmal gucken, in welcher ich besser klarkomme. Und muss sagen, dadurch habe ich den Blinker noch so ein bisschen, ja, auf einer verwirrenden Position für mich auf den Schultertasten. Hatte es davor immer auf dem Steuerkreuz. Und klickt deswegen ab und zu noch ein wenig daneben. Nicht, dass ihr euch wundert. Derzeit ist nämlich unter anderem die Steuerung für die Sitzposition auf einer der Steuerkreuztasten gelegt. Später habt ihr natürlich auch den Cross-Selektor, mit welchem ihr dann die verschiedenen Punkte im Bus ansteuern könnt, womit ihr die verschiedenen Optionen treffen könnt, wie ihr es denn ja, aus dem Touristbus schon gewöhnt seid oder auch aus dem Bus auf dem PC mit der Controller-Steuerung. So, einmal weiter geht's hier. Einmal rum, um die Kurve. Und wir bewegen uns hier in starken Stücken weiter auf Brüssel zu. Ja, das Ganze läuft wirklich schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, im Januar wird das Ganze nochmal final von Sony etc. geprüft. Und dann sollte das Ganze im Februar bei euch auf der PlayStation oder auch auf der Xbox Series verfügbar sein. Im PlayStation 5 Store könnt ihr das Ganze auch schon sehen. Die Store-Page habe ich letzte Woche online geschaltet. Auf der Xbox ist das leider so nicht möglich. Aber solltet ihr PlayStation-Nutzer sein, auf der PlayStation 5 unterwegs sein, so habt ihr einfach die Möglichkeit, das Ganze schon jetzt ja, zu liken, zu wishlisten im Store und uns eure Unterstützung damit zu zeigen, sodass wir wissen, ihr werdet Interesse am Fernbus-Simulator auf der Konsole haben. Solltet ihr sonst nochmal andere Strecken sehen wollen im Fernbus-Simulator hier auf der PlayStation, so lasst das mich gern in den Kommentaren wissen. Wie immer heißt es natürlich auch über ein Abo und einen Kommentar sowie ein Like, würde ich mich sehr freuen. Derzeit seid ihr wieder super unterwegs und eure Unterstützung ist gigantisch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein kleines Stück hier weiter auf der Autobahn, genießen die Aussicht nach rechts und links. Aber vieles werden wir heute nicht mehr sehen, denn das ist ja ein ganzes Stück hier, was wir eigentlich abreißen müssen mit unserem Bus. Ah, rechts überholt, vielleicht sollte ich gleich mal die Spur wechseln. Aber so ist das natürlich im Fernbus-Simulator. Eine gigantische Map durch ganz Europa ist verfügbar. Und auf dieser gigantischen Map habt ihr dann die Möglichkeit, euch fertige Routen zu wählen oder auch selber Routen zu gestalten, so dass ihr die Möglichkeit habt, wirklich viel zu fahren, wirklich lange Routen, aber auch mal kurze Routen, wenn euch danach ist zu fahren. Da ist für jeden Geschmack was dabei, denke ich. Ich bedanke mich damit fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.